Hör auf dein Herz. Mit der Herzkatheteruntersuchung, der sogenannten Koronarangiographie, kann nun wirklich definitiv festgestellt werden, ob denn bei Ihnen tatsächlich eine koronare Herzkrankheit, also relevante Stenosen, relevante Engstellen an den großen Koronararterien vorliegen. Und ein Vorteil gegenüber anderen sogenannten bildgebenden Verfahren, wie zum Beispiel der Computertomographie oder der Magnetresonanztomographie des Herzens, ist der, dass im Falle des Nachweises von behandlungsbedürftigen Engstellen an den großen Herzkranzarterien diese in aller Regel auch im gleichen Untersuchungsgang behandelt werden können. Und dabei geht man so vor, dass man zunächst diese Engstelle, diese Stenose mit einem Ballon erweitert, man sagt auch dilatiert, und schließlich mit einem Stent, mit einem Gefäßgerüst dauerhaft stabilisiert. Wie das genau vonstatten geht, das werden wir uns in den nächsten Videos noch genauer anschauen. In aller Regel findet die Herzkatheteruntersuchung bei vollem Bewusstsein statt und das hat für Sie den Vorteil, dass Sie die gesamte Untersuchung am Monitor mitverfolgen können und viele Patienten finden das sehr spannend, wenn sie die Möglichkeit haben, ihre eigenen Herzkranzarterien mal von Angesicht zu Angesicht betrachten zu können. Wenn Sie aber eher zu den etwas ängstlichen Persönlichkeiten gehören, dann kann es durchaus sinnvoll sein, dass Sie sich vielleicht vor der Untersuchung eine kleine Beruhigungstablette geben lassen. Letztlich ist es aber auch so, dass man noch während der Untersuchung über Ihre Vene bei Bedarf ein Beruhigungsmittel nachspritzen kann. Technisch geht man dabei so vor, dass man zunächst eine Arterie mit einer solchen Kanüle punktiert. Früher war das vor allen Dingen die sogenannte Leistenarterie. Heute weiß man aus großen Studien, dass beim Zugang über die Armarterie, die sogenannte Arteria radialis, die Komplikationsrate geringer ist, sodass man, wenn immer möglich, versucht, die Herzkatheteruntersuchung über die Arteria radialis, die Armarterie, durchzuführen. Und dann versucht man also, diese Arteria radialis zu punktieren und wenn dann also Blut aus dieser Kanüle austritt, kann man über einen kleinen Metalldraht eine solche sogenannte Schleuse über diesen Draht in die Arteria radialis einführen. Und diese Schleuse besteht aus einem kleinen Plastikschlauch, an dessen Ende ein kleines Ventil sich befindet, sodass man dann also über diese Schleuse, die dann sicher in der Arterie liegt, nacheinander verschiedene Herzkatheter einführen kann, zum Herzen vorschieben kann. Und das Gute ist eben, wenn man die dann wieder rauszieht, dass dann über diesen Ventilmechanismus keinerlei Blut aus dieser Schleuse austreten kann. Nachdem wir dann den Zugang zu unserem arteriellen System durch Anlage einer solchen kleinen Schleuse hergestellt haben, können wir dann nacheinander die verschiedenen Plastikherzkatheter in die Arterie einführen und vorsichtig vorschieben bis zu der Stelle, an der aus der linken Herzkammer die Hauptschlagader entspringt. Und dort, in dem sogenannten Aortenbulbus, dort findet man auch die Mündungsstellen der Herzkranzarterien, die man dann geschickt aufsuchen muss. Und wenn man sich dann dort eingehakt hat, dann kann man ein Röntgenkontrastmittel in diese Koronararterie einspritzen. Man kann dann wunderbar unter Röntgendurchleuchtung mit unserer mobilen Röntgenanlage die Struktur und den Verlauf und auch mögliche Engstellen dieser Koronararterie darstellen. Und falls nötig, kann dann auch im gleichen Untersuchungsgang eine mögliche Engstelle mittels Herzkathetertechnik versorgt werden. Die Gesamtuntersuchungsdauer der Herzkatheteruntersuchung, die beträgt so circa eine halbe Stunde. Die Gesamtdurchleuchtungszeit, also die Zeit, die tatsächlich die Röntgenstrahlung auf Ihren Körper einwirkt, die liegt so im Mittel bei 2 Minuten. Beide Größen können natürlich extrem variieren, je nachdem wie komplex der Befund an Ihren Herzkranzarterien sich darstellt. Im einfachsten Fall ist es ja so, dass man einfach feststellt, dass Sie keine Veränderung an den Herzkranzarterien haben, keinerlei Engstellen, wunderbare, glatte, jugendliche Gefäße. Dann ist natürlich die Untersuchung sehr viel schneller fertiggestellt, als wenn man bei Ihnen hochgradige Engstellen vorfindet, die man dann erstmal komplex mittels Herzkathetertechnik versorgen muss. Am Ende der Untersuchung werden dann sämtliche Plastikmaterialien aus Ihrem Körper entfernt, also sprich Herzkatheter und Schleuse werden entfernt. Und wenn man ja eine Arterie punktiert hat, auf der naturgemäß ein sehr viel höherer Blutdruck herrscht als auf einer Vene, ist es so, dass diese Punktionsstelle mit einem Druckverband versorgt werden muss, um eben eine Nachblutung zu vermeiden. Und für den Fall, dass der Zugang bei der Herzkathetertechnik mit einer über die Leistenarterie gewählt worden ist, wird dann also ein straffer Druckverband um die Hüfte gewickelt und Sie müssen dann mehrere Stunden, oftmals sogar über Nacht, in Rückenlage Bettruhe halten. Wenn jedoch der Zugang über die Armarterie gewählt worden ist, dann wird ein solches Druckarmband angebracht und damit sind Sie natürlich sehr viel mobiler, in aller Regel auch nicht an das Bett gefesselt. Und das ist einer der vielen Gründe, warum dieser Zugangsweg über die Armarterie von den meisten Patienten heutzutage bevorzugt wird.
Obwohl die Herzkatheteruntersuchung mit 750.000 Eingriffen jedes Jahr in Deutschland ein absoluter Routineeingriff geworden ist, ist natürlich trotzdem so, dass auch hier relevante Nebenwirkungen und Komplikationen auftreten können. Und die werden wir im nächsten Clip etwas genauer besprechen.